für den heutigen Wochenausblick ab dem 23.08.2021. Ich begrüße den Chris. Hallo Chris. Hi Ronny. Habe einige Anfragen bekommen, wieso wir letzte Woche kein Video gemacht haben und muss mich dafür entschuldigen. Das lag natürlich an meiner Person. Aber ich hatte dann ein paar zu starke Rückenschmerzen. Fragt nicht, wieso. Es ist besser. Es bleibt im Verborgenen. Du hast ein paar zu viele Sit-Ups gemacht, würde ich sagen. Definitiv, weil einen Tag vor oder die Woche vorher hast du ja meinen Körper gezeigt und ich wollte extra nochmal richtig Gas geben, weißt du, und gestählert in diesen Wochenausblick letzte Woche gehen, aber das hat nicht geklappt. Somit hatte ich Rücken. Aber gut, trotz alledem, wir haben insbesondere der Chris es in den Blogs eingestellt. Jeder konnte das im Endeffekt, der Mitglied ist, dort lesen und ist natürlich dann auch in den jeweiligen Bewegungen mit dabei gewesen. Bevor ich das Wort an den Chris gebe, verweise ich ganz einfach nochmal auf unseren Disclaimer. Wie gehabt, alle gezeigten Bilder, Analysen dienen nur zur Visualisierung und stellen keine konkrete Handlungsempfehlung dar. Das ist ganz einfach das Rechtliche, was wir immer machen müssen. Ja, Chris, die letzte Woche war trotzdem sehr spannend. Die Personen in den Blogs, die konnten sich freuen. Du hast es sehr gut wieder angesagt und die Leute betreut. Und heute, denke ich mal, schauen wir uns doch den Wochenausblick einfach mal in Ruhe an. Ja, vielen Dank erstmal. Und ich glaube, ich hatte vor 2 Wochen einfach recht damit, wo ich gesagt hatte, wenn man das jetzt irgendwie nicht groß handeln muss, dann sollte man das auch sein lassen. Diese Woche, beziehungsweise an den 2 neuralgischen Punkten, sah das ein bisschen anders aus. Da konnte man sehr, sehr gut diese Shorts mitnehmen. Und wichtig dabei ist auch immer wieder, die Gewinne mitzunehmen. Also wir hatten hier wirklich 2 Punkte, wo man sagen konnte, Achtung, Achtung, von hier aus kann es nach unten gehen. Eigentlich wollte ich von hier aus schon weiter nach unten, aber dann hat man leider gesehen, er wurde hier wieder im Tief gekauft, also deswegen nur eine ABC-Struktur runter. Und dann wurde einfach ganz klar die ganze Zeit darauf spekuliert, dass wir nochmal eine starke Abwärtsbewegung sehen. Die Gegenbewegung war sehr hoch. Deswegen ist halt die Frage, ist das hier ein X? Für ein X ist es sehr hoch, also sehr mit H und mit R vor allem. Und deswegen sollte man eigentlich eher davon ausgehen, dass es hier ein B ist. Das Alt-W zur Alt-X. Und dann hätten wir hier ein A, B, C nach unten. Das Problem ist da hier wieder, die C sollte sich ja eigentlich als 5er zeigen. Hier haben wir sehr schön 1, 2, 3, 4. Und irgendwie bricht er dann ab. Daher dann die Frage, versagene 5? Fragezeichen. Oder auch wieder nur in dieser Bewegung ein A, B, C. Das wäre dann halt Alt-Y. Aber nicht vergessen, Alt-X ist sehr hoch gelaufen für ein X. Dann hätten wir hier die A, B, C als X2, zu immer noch sehr hoch gelaufenen X. Und müssten dann haben ein A, B, C als Z der möglichen 4 des EDTs, was wir halt die ganze Zeit eigentlich unser Favorit ist. Genau, was wir favorisiert haben. Genau, aber an dieser Stelle muss man echt wieder sagen, klar, man konnte jetzt hier sehr schön diese Strecke da unten mitnehmen und dann hier unten gucken, wo wir da nochmal reingestellt hatten. Achtung, bei 6,18 war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger FIBU-Punkt und ich glaube, im Tief hatten wir 6,22 oder was auch immer, spielt ja keine Rolle. Wir waren sehr nah dran. Und daher hier die Frage ABC hoch Fragezeichen. Oder sind wir hier bereits in einer Aufwärtsbewegung, die sich als, ich glaube, es ist ein Broadening Wedge oder von mir aus auch ein EDT in der 5 des EDTs. Also eine wirklich sehr komplizierte Struktur, die sich hier zeigt. Wie hatten wir das gerade nochmal gesagt? Ein direktes weiteren Abverkauf würden wir eigentlich eher nicht sehen.
Das ist richtig. Macht kaum Sinn aus dieser Struktur. Kann aber definitiv, was wir ja gesagt haben, nochmals einen Rücklauf machen, um dann ja wieder eine sehr komplexe Form anzunehmen, bis wir endlich die fünfte Ending-Diagonal-Triangels nach unserer Meinung beendet haben. Ne? Genau, richtig, wenn es dann eins wird. Und eigentlich müsste er das halt auch in der lilanen Bewegung, wäre halt wirklich am schönsten, in der lilanen Bewegung machen. Und wir hatten ja schon Ewigkeiten, diese 847, die hat er locker genommen. Aber die nächste, die da kam, war die 973. Und dann gucken wir einfach mal, was ist an der 973 passiert. Er ist wirklich, den einen Abend hat er die angefahren auf den Punkt. Dann hatte eh noch hier eine Aufwärtsbewegung gefehlt in Form dieser 5. Und dann kam halt erstmal der erste Abverkauf und dann in der Gegenbewegung nach oben hat er wirklich genau nochmal die 973 gecatcht und wurde dann nochmal schön abverkauft. Also das ist wirklich eine Marke, die wir schon sehr lange berechnet hatten und das ist dann auch schön zu sehen, dass so eine Marke ist, die wirklich auch wichtig ist. Und dass da etwas, also dass der Kurs da reagiert. Dass wir uns die doch nicht einfach ausgedacht haben. Und ja, wie gesagt, auch hier, ich würde jetzt erst die Strukturen abwarten oder die Bewegung, was sich ergibt, anstatt jetzt irgendwie da blind zu handeln. Wir haben nochmal so eine kleine interne Trendlinie, die sich hier vielleicht ergeben könnte, wo er jetzt auch schon quasi wieder angefahren ist. Einmal hier und einmal hier. Und also wirklich. Sehr spannend und hier kann sich wirklich ein sehr, sehr schönes seltenes Muster auch ergeben. Also das ist wirklich für einen Analyst sehr interessant derzeit. Und hier, man muss sagen, er dürfte nicht, ich bin mir halt nicht sicher, wo die Bewegung beginnt, ob in Wir diesem haben eine Tief. Make-or-Break-Marke jetzt, ne? Genau, wir haben jetzt eine Make-or-Break-Marke, danke, Ronny. Und diesen Preisbereich zwischen 160 und 220. Diesen sollte er nicht überschreiten, weil dann ist es etwas anderes. Er kann die 175 immer noch anfahren, die wir, oder 177, Entschuldigung, die wir haben wollten. Die letzte Und Zahl, die wir halt im Endeffekt auf unserem Zettel noch stehen haben, ne? genau, richtig, richtig. Und darf dann aber halt nicht mehr über die 220 gehen. Und dann ja, schauen wir mal, was passiert, wenn er wirklich hier nochmal hochkommt in dieser Bewegung. Wir hatten gesagt, ganz wichtig ist unten die Make-or-Break-Marke für mich die 500. Also der darf nicht mehr unter die 500 kippen in dieser Abwärtsbewegung hier, weil dann wäre diese Aufwärtsbewegung in Form eines Dreiers, wie er jetzt ist, wäre kaputt. Und wir müssten irgendwie Ausschau halten, dass es wirklich etwas anderes ist. Also dann hätten wir unten nochmal die 14.806. Ich habe extra markiert, weil wenn jemand fragt, was wäre denn, wenn er unter die 500 geht, dann würde ich erstmal das untere Ziel 14.806 sehen. Da halt auch erstmal weiter gucken. Aber präferiert immer noch der obere Weg, der eklig sein kann. Aber das wiederum etwas zäh und kompliziert können, so wie wir uns das eventuell vorstellen könnten. Genau, richtig. Und hier vielleicht nochmal, wie das dann aussehen könnte, wenn er denn unsere 5-EDT beenden würde. Und dann hätten wir erstmal hier, dann würde erstmal diese Marke hier wahrscheinlich brechen, läuft zurück. Dann hätten wir eine nächste Unterstützung hier bei der eben genannten 14.800. Fährt nochmal zurück und wir wollen ja jeden Fünfer haben runter. Bist du auch schon ganz schnell bei 14.200, die übrigens auch wirklich eine sehr, sehr gute Unterstützung ist. Und Und das wäre halt eine ja, sogenannte 10% Korrektur, was wir jetzt nochmal vor uns extra nochmal uns angeschaut haben. Ne? genau, richtig, die sagt man ja immer, die typische 10% Korrektur, dann bist du genau da. Und das wäre sehr interessant, wenn denn diese Bewegung hier kommt. Aber wir haben sie auf dem Plan und Und versuchen. wissen zumindest, ja, dass sie auch kommen kann und beide Dip muss nicht unbedingt ewig anhalten. Richtig, absolut korrekt. Ja, hier vielleicht nochmal 14.800, genau, das wäre die Bewegung,
wenn die 14.500 nicht hält, Entschuldigung, 15.500 nicht hält, um auf diese Bewegung hier zu kommen. Aber wie gesagt, da sieht mir der Start dementsprechend auch nicht so schön aus. Machen wir mal den DAO. Ich glaube, der DAO, der DAX ist. Ja, das ist im Endeffekt auch hochinteressant noch. Genau, und im DAO möchte ich einmal noch uns das hier angucken. Da wurde hier, also um nochmal weiter zurückzugehen, es wurde hier ein Tief erwartet, um von da aus neue Hochs zu generieren. Und hier wurde dann gesehen, Achtung, Achtung, wir könnten hier wahrscheinlich auch in einem EDT nach oben laufen und dementsprechend wäre hier eine ABC, ABC, welche dann wieder nochmal hier zumindest dieses Hoch hier schneidet, ohne direkt nach oben auszubrechen. Und was haben wir? Wir haben genau hier diesen Fahrplan ABC, hier die 2, genau, und dann hier diese A nach oben. Man weiß natürlich im Vorfeld nie, wie wird diese B hier aussehen. Das weiß man nie vorher. Also, die kann tief gehen oder die kann halt seitwärts flach verlaufen, genau wie sie hier gelaufen ist. Und dann diese C, beziehungsweise den Fünfer nach oben. Und dann halt dieser tiefe Abverkauf, der auf jeden Fall nochmal hier drunter gegangen ist. Und so hat sich jetzt auch noch. Da fährt er jetzt momentan auch schon seit Wochen komplett nach Plan, der Daumen. Genau, richtig, absolut. Und das ist auch schön. Und deswegen wäre es schön, wenn er sich jetzt auch Der letzten Bewegung noch dran hält. genau richtig und da zerreißt es meistens ein Jahr. Aber Hast die 5 vergessen. ja, auch hier gilt es, solange er nicht unter die 33,7 fällt, also man muss halt, also man kann ja natürlich auch schon sagen, fällt er jetzt hier drunter, wäre es natürlich auch schon unschön, fällt er unter die 34,1 zum Beispiel. Er kann von mir aus auch ruhig nochmal hier so einen kleinen Dip nach unten machen, aber halt nicht mehr diese Marken hier reißen, weil dann sollte man diese direkte Aufwärtsbewegung eher nicht erwarten. Aber man konnte hier eigentlich ein schönes Doppelzickzack nach unten sehen. Meiner Meinung nach war auch, glaube ich, ganz gut angesagt hier mit dieser Bewegung nach unten nochmal. Und dann ist jetzt hier auch wieder Frage, wenn er denn diese Bewegung nach oben möchte, wie sieht die denn aus? Eigentlich hatten wir ja gesagt, auch in einem ABC. ABC, EDT dann noch in der 5 noch. Genau, richtig. Und das sieht halt derzeit auch wieder nicht so aus. Das sieht ja auch eher wieder hier korrektiv nach oben aus. Also eher unschön. Und da kommen wir halt auch nochmal. Im DAO bin ich eher drauf gekommen als im DAX, aber der DAX, der tingelt ja meistens hinterher und macht halt die ähnlichen Bewegungen. Vergisst ja die Hälfte. Genau, und auch wenn man den DAX jetzt vielleicht nicht so sehen sollte, könnte das im DAO, könnte er auch sowas hier machen. Um vielleicht nochmal alle zu veräppeln. Also man muss hier wirklich mit allen Wassern gewaschen sein und alles auf der Uhr haben. Und auch hier ist ganz wichtig, er darf in der Bewegung, wenn es denn hier eine EDT5 nach oben sein soll, darf er nicht über die 36,5. Das ist eh das Maximale. Und da darf er nicht drüber. Aber es bildet sich natürlich hier wieder eine obere Trendlinie. Und da darf er natürlich einmal drüber pieken, aber dann muss er direkt wieder nach unten fallen. Und Dann halt sehr, sehr dynamisch, wenn wir dann die 5 beendet haben. richtig. Und dann in einem Zug, in einem Drei. Fünfer Richtung letzten Tief bei 33. Das wäre der Plan zum Dach auf jeden Fall. Das hat man, glaube ich, auch schon länger nicht mehr. Das ist mir, glaube ich, gerade auch nochmal eingefallen. Oder auch nicht. Genau, dann stellt sich natürlich dann die Frage, was ist es, wenn er jetzt irgendwie komplett nach oben ausbricht? Also ich sehe wirklich fast keine Möglichkeit dazu. Außer er macht dann irgendwie, er hat dann sowas auf der Uhr, indem er eine 1, 2 und dann hier theoretisch wieder eine 1, 2. So, und dann würde er ja, einfach weiter nach oben explodieren sozusagen. Und
blenden es mal aus, wir nehmen mal den Tageschart. Und dann fragt man sich, wie gesagt, wir gehen dann von einer Explosion nach oben aus mit einer 1, 2, 1, 2. Und dann müsste die 3 ja nach oben laufen, dann wird es einfach noch steiler, noch parabolischer. Alles kann, nichts muss, könnte sein, aber würde ich jetzt nicht der höchsten Wahrscheinlichkeit zuordnen. Aber dafür ist es ja so, gewisse Mikro-Regmarken, die muss man einfach dann haben und kennen. Und die 5 darf einfach nicht länger als die vorhergehende Welle sein, die Hauptantriebswelle. Und wenn das dann so passt, dann gehen wir ja trotzdem davon aus, dass wir eine 33.000, wenn wir fertig sind, dann sehr, sehr schnell wiedersehen könnten. Richtig. Und da wir gerade nochmal so schön beim alten Bild zum neuen Bild waren, würde ich echt nochmal gerne selber gucken. Anfang Mitte Mai war das. Meine priorisierte Bewegung. Wirklich ein Alles flat, ne? Abverkauf, genau. Und was haben wir dann gesehen? Diesen Abverkauf. Deswegen wirklich super. Danke, danke. Genauso ist es gekommen. Und von hier hatten wir eigentlich genau in unserem Golden Circle, den wir immer so schön mal, wenn es denn eine Möglichkeit dazu gibt, dass einer entsteht, von da aus dann zumindest ein neues Hoch. Jetzt zoomen wir vielleicht noch mal in den Stundenchart. Das sieht jetzt nicht sehr schön dynamisch aus, würde ich jetzt mal behaupten. Der wurde zwar hier in dem Punkt gekauft. In der Nacht ist das aber gewesen, ne? Genau, richtig. Und seitdem ja läuft eigentlich eine Seitwärtskorrektur. Und die sollte eigentlich zumindest auch nochmal eine Bewegung nach oben sehen. Und ich kann jetzt nochmal gucken. Die hat auch schon. % korrigiert, genau. Also geht jetzt wieder unter das 61er runter, dann ist es für mich eh schon hier eine sehr unschöne Bewegung, muss man sagen. Da sieht Gold deutlich besser aus, machen wir heute nicht, aber erst sah Silber besser aus, jetzt sieht Gold wieder kurzfristig oder mittelfristig ein bisschen besser aus. Aber Silber ist ja auch immer, Ronny, ich glaube, Silber hängt auch immer ein bisschen hinterher. Und wenn es denn dann kommt, dann kommt es immer richtig. Wie bei den Rohstoffen allgemein. Also wenn es eine Richtung gibt, dann gibt es halt eine Richtung. Und die schiebt halt ohne Ende. Und das sieht man ja auch in diesen Abwärtsbewegungen, was wir in Silber oder im Gold hatten. Und längerfristig halt die Aufwärtsbewegung. Also das stimmt schon, wenn die Bewegung läuft, dann wirklich massiv. Und man muss halt einfach sagen, wir gehen trotzdem davon aus, dass wir ein neues Hoch in dem 34er-Bereich, glaube ich, hatten wir, Chris, das glaube ich gewollt, ne? Das Ziel, Ja, wenn die ja, Bewegung ja. aber kam. Ja, aber also Aber derzeit der Start sieht es. gefällt mir aktuell Richtig. noch nicht so gut. Ja. Also das Tief sollte eigentlich halten für eine Aufwärtsbewegung, das muss man wirklich sagen. Und ja, sollte das Tief fallen, das wäre nicht schön. Und wir hätten hier zumindest mindestens mal ein neues Hoch. Das wäre dann eh bei 30. Und gut, bis 34 wäre dann 33, 34 ist ja dann auch nicht mehr lang. Aber das sieht wirklich, Silber muss sich anstrengen. Ne? Nicht alles ist Silber, was glänzt. Nein, anders war es. Egal. Das ist richtig. Und in ein paar Monaten kommt aber noch die Saisonalität dazu. Sprich, könnte noch ein bisschen Kaufdruck reinbringen. Da müssen wir uns die Bewegungen dann weiter anschauen, wie sich Silber im Endeffekt entwickelt. Zum einen ist es jetzt erstmal darunter gekommen. Jetzt müssen wir schauen, ja, wie geht es da weiter. Da brauchen wir einfach ein kleines bisschen mehr, ja, Kurshistorie, hätte ich gesagt, wie sich es jetzt noch weiterentwickelt, oder? Genau. Mit dem Spike umgehen. Ja, wir lassen das jetzt so stehen. Also der Plan ist jetzt erstmal wirklich, es muss sich hier auspendeln, ohne ein neues Tief zu machen. Und dann darf er oder darf Silber wieder hoch. Damit sollen wir es belassen. Haben wir noch einen Euro? Ah, okay, wir haben den Euro-US-Dollar noch. Genau, da war von dir die letzte Frage, was hältst du von der Wochenkerze? Und das war hier. Und da hatte ich nur gesagt,
Für mich sieht der Anstieg nicht überzeugend aus. Und dem ist auch so gekommen. Und jetzt ist halt die Frage, wie geht es jetzt weiter? Er hat halt wirklich noch dieses Ziel, was man da eigentlich erwarten konnte, gemacht. Und wir haben das gerade nochmal versucht aufzudröseln. Fakt ist, geht er wieder über die 1,18, dann gibt es wirklich hier mal ein kleines Long-Signal. Man könnte natürlich jetzt auch schon ein bisschen tiefer gehen. Hier bei Über dem der 61er würde ich sagen, ist rein theoretisch schon mal eine gewisse Ja. Marke, wo man dann der Marke kaufen kann. Das ist bei 1,17, 15, wenn ich es aufrunde einfach. Ja. Ab diesem Punkt würde ich einfach sagen, steht dieses Tief mit einer, in Anführungsstrichen, guten Wahrscheinlichkeit. Und dass wir dann rein theoretisch weiter nach oben laufen können. Genau, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wie hoch dann diese Bewegung ist, sei erstmal dahingestellt. Wir gehen ja von neuem Hoch aus oder neuem Jahreshoch. Ja, Genau. definitiv. Und er muss ja wo es Flat jetzt gebildet hat, da muss er drüber. Und ich habe spezielle Ziele, was ja Euro-US-Dollar machen kann, aber da sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Jetzt, wie gesagt, müssen wir erstmal schauen, kommt noch mal ein Tief und wie bewegt sich es im Endeffekt dann über das 61er drüber hinaus, um zu sagen können, okay, das Tief ist erstmal soweit. Oder sollte zumindest erstmal eine gewisse Belastbarkeit darstellen. Genau, also wir würden gerne halt nochmal so diesen Dip nach unten haben, der dann aber wirklich auch der letzte sein soll, weil geht er hier nochmal in diese 5, wenn es dann eine sein soll, runter, dann wäre quasi auch schon wieder hier mit dem Break dieses Hochs, ja, wäre diese Bewegung hier nach unten beendet und dann darf er auch mal steigen. Aber solange gilt hier bei 1,177 ungefähr. Da switcht er erst auf Long, außer er macht neues Tief, dann switcht er natürlich schon hier über diesen Hoch auf Long. Deswegen hier wirklich Augen und Ohren offen halten. Da könnte sich was tun im Euro-US-Dollar. Definitiv. Haben wir eventuell auch hier eine Make-or-Break-Marke? Wir hatten es uns vor uns angeschaut, aber die ist halt ziemlich, ja, ziemlich tief nochmal. Genau, absolut, ist sehr tief. Da wäre eigentlich, haben wir gesagt, geht dann das 61er, 60er. wäre nicht schön. Klar sagt man, da kommen die typischen 61er-Käufer. Aber was wir gesagt hatten, er ist unter dieses Tief gegangen, das ist sehr schön. Er fährt jetzt quasi dieses Tief hier an, das ist auch in Ordnung. Er kann das auch anfahren und von mir aus punktuell auch einfach nur holen und dann steigen. Aber Viel tiefer aus dem Bauch raus. und flat sollte es eigentlich nicht tun. Man sagt meistens um die 10%, 12%, glaube ich. Oder Chris, hast du eine andere, wenn man flat teilnimmt, ohne dem es tief dann fallen darf? Ich jetzt Ich ganz habe es mal in klassisch einem sehr guten erstmal. Buch gelesen. Also theoretisch kann er wirklich an die 1,25 runter. Das muss man wirklich sagen. Aber 1, 12, 5. das würde einem Bauchschmerzen bereiten in dieser leichten Abwärtsbewegung. Weil da müsste er jetzt nochmal mit wirklich aus dem Stand heraus nochmal einen richtigen Schub nach unten bekommen. Und daher kann er wirklich diese Bewegung nochmal hier anfahren oder diesen Preisbereich anfahren bei 1,25, 1,25,5. 1, 12, Aber. 5. Ach, Entschuldigung, ja genau, 1,12,5. Aber es sieht eigentlich nicht danach aus. Mal kurz nachdenken. Nein, für mich sieht es eigentlich nicht danach aus. Sieht er hier nach dieser flachen, endenden Bewegung aus? Man hat man ja hier eh wie so eine Art Keil, wo er dann nach oben ausbrechen kann. Also. Ich würde eh, wie wir das jetzt gesagt hatten, Ronny, Mit dem Markt gehen. von mir aus hin nochmal diese Abwärtsbewegung und dann sollte für mich auch erstmal das Tief stehen. Wenn er dann nochmal darunter geht,
dann würde ich das jetzt auch erstmal nicht als schön empfinden. Nee, sehe ich genauso, Chris. Also, wie gesagt, wenn man es handeln möchte, geht man lieber mit dem Markt. Die Strecke ist, die wir dann vorhaben, richtig, richtig weit, oder sie kann richtig weit nach oben sich ausdehnen. Und Bodenbildung abwarten und dann hat man die Möglichkeit, zumindest einen ganz definitiv kurzen Stopp vielleicht einzugehen. Jetzt sind wir durch. Sind wir durch? Dann ja, wünsche ich allen eine wunderschöne Handelswoche und ja, einen schönen Abend noch und übergebe das Wort nochmal zum Chris, weil der macht ja die Arbeit in den Streams momentan. Da von mir auch erst nochmal danke, Chris. Ja, immer gerne. Also wie gesagt, wenn wir Zeit haben, sehr viele unter der Woche Intraday-Updates. Ansonsten natürlich die regelmäßigen Fahrpläne, wenn sich etwas groß geändert hat. Und wenn euch das gefällt, dann lasst ein Like da. Wenn wir Zeit haben, machen wir einen Wochenausblick. Wenn nicht, dann fällt er halt aus. Ansonsten bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.